Die Adler aus Münster haben ganz offensichtlich das Verlieren verlernt. 12 Partien ohne Niederlage in Serie, unter anderem Rot-Weiß Essen geschlagen. Ja, da zieht man sogar bei Borussia Dortmund mal anerkennend die Augenbrauen hoch. Platz 3 mittlerweile für die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann. Heute zu Gast der SV Strahlen, der als Aufsteiger mit 12 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge so gut wie gesichert sein dürfte. Eben jene Strahlener ganz in Gelb mit der ersten guten Gelegenheit auf ein Tor durch die klassische Kombination Seitfallzieher auf Fallrückzieher. Aber Yannick Borgmann spielt den Spaßverderber. Die Begegnung, ja eigentlich noch vom 24. Spieltag, bereits zweimal verlegt worden. Dafür legten aber beide Teams sehr flott los. Auch Münster im Vorwärtsgang. Das ist Grodowski, schön bedient von Dennis Bindemann. 26. Minute, mal wieder die Gäste und dann dieser spannende Ausflug im eigenen 16er und Münster kriegt direkt die Quittung. Kübler sagt Dankeschön. Der Aufsteiger, der Underdog in Führung und das alles andere als unverdient. Mutiger Auftritt des SV Strahlen bis hierhin, auch wenn das Tor natürlich stark durch Münster begünstigt wird. Den muss Hoffmeier im schönsten Kreisliga-Style auf die Tribüne donnern. Wie reagieren die Hausherren? Achtung, Zweikampf. Bindemann gegen De Witt. Kein Foul angezeigt und Bindemann reagiert schnell und hat dann die Klasse, diesen Ball im Netz zu versenken. Der Ausgleich. Sascha Hildmann hatte es vor der Partie angekündigt. Ein paar Änderungen in der Startelf für frischen Wind im Team und einer dieser neun. Das ist eben Dennis Bindemann, erster Startelf-Einsatz für ihn in dieser Saison. Münster mit dem Ausgleich im Rücken, jetzt mit der Spielkontrolle und mit der nächsten Gelegenheit Langlitz per Dropkick. Und auch wenn etwas Zielwasser fehlt, der 30-Jährige ja immer für ein Tor gut. Nur einige Momente später wieder Münster und wieder ist es Langlitz. Super Abschluss, noch besser die Parade von Robin Udekpe. Die darauf folgende Ecke, getreten von Dennis Daube, Variante auf Borgmann. Und wer ist da? Natürlich wieder Alexander Langlitz und diesmal macht er ihn. Spiel gedreht, das hatte sich so ein bisschen angedeutet. Nach dem Rückstand musste Münster sich kurz schütteln, aber danach gut zu sehen, warum die Mannschaft derzeit zum Besten gehört, was die Regionalliga West so zu bieten hat. Danach war es allerdings erstmal vorbei mit den guten Nachrichten für die Hausherren. Dennis Daube verletzte sich und musste mit einer Halskrause vom Platz und sofort ins Krankenhaus. Zum Glück ist es bei ihm nur eine Zerrung im Halswirbelsäulenbereich. Gute Besserung an dieser Stelle. Zur Halbzeit also 2:1. Die Partie auch in Abschnitt 2 recht munter. Strahlen nicht bereit, hier die Segel frühzeitig zu streichen. Abschluss von Kino Delorsch. 60. Minute. Münster jetzt natürlich mit Platz zum Umschalten. Hoffmeier auf Langlitz. Ist wer frei? Nö. Naja, dann halt so. Rums, das ist der Doppelpack. Alexander Langlitz mit seinem 11. Saisontor. Das ist Bestwert in seiner Mannschaft. Udekpe steht am Fünferraum und hat dann keine Chance mehr, der Abschluss zu platziert. Die Strahlener Reaktion, Gewalt, aber die größte Gefahr für die Münsteraner Ersatzspieler bei diesem Versuch vom eingewechselten Kevin Weggen. Apropos Einwechslungen, auch Münster tauschte in der Folge durch, unter anderem Joshua Holtby neu. Okan Erdogan mit der Möglichkeit, eher kurz vor der Pause für Daube gekommen. Strahlen hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der Abschluss von Chatay Kader, die letzte Möglichkeit am Ende. Zu wenig, um gegen dieses Preußen-Münster was zu holen. In Anbetracht der komfortablen Tabellenlage werden es die Gäste wohl verschmerzen können. Endstand Münster 3, Strahlen 1. Die Hausherren bleiben auch das 13. Spiel in Folge ohne Niederlage. Natürlich ganz zur Freude von Chefcoach Sascha Hildmann. Ich glaube, wir hatten am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, hatten dann eine sehr gute Phase, als wir Druck aufgebaut haben, auch die eine oder andere Torchance hatten, müssen für mich einen ganz klaren Elfmeter bekommen, als Dennis Bindemann in die Beine gelaufen wird und dann fällt und der Schiedsrichter das nicht pfeift. Trotzdem machen wir dann das 1:0,
Quatsch, wir kriegen das 1-0 dann im Gegenzug und wir machen dann das 1-1 und können dann mit dem Standard direkt das 2-1 nachlegen. Das war Gold wert. Gehen dann in die Pause und können dann mit einem schönen Konter von Alexander Langnitz das 3-1 nachlegen. Ich glaube, da war auch so ein Stück weit dann für Strahlen wurde es dann schwer. Die haben trotzdem versucht zu spielen, haben es gut gemacht. Es war ganz harte Arbeit heute für uns, diese 3 Punkte einzufahren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen von der Chancenverteilung her war es ein verdienter Sieg. Das Osterwochenende ist für Preußen Münster spielfrei. Danach wird die Serie auf die härtestmögliche Probe gestellt. Am kommenden Mittwoch startet der Tabellenführer Borussia Dortmund 2, Sascha Hildmann, und seinem Team einen Besuch ab.